Ihr habt es vielleicht schon gesehen, der Kanal heißt jetzt anders. Er heißt nicht mehr Markus Müller-Hanefeld, er heißt Curry Fiasco Experience. Nun, was ist die Curry Fiasco Experience? Man kann nicht wirklich erklären, was die Curry Fiasco Experience ist. Man muss sie selbst erleben. Ja, ich mache Fortschritte während der Pandemie, währenddessen ich in den ersten Monaten des Lockdowns ständig das Gefühl hatte, dass abends jemand an meiner Tür kratzen würde, um einzudringen und mich mit einer Axt zu attackieren, habe ich mich inzwischen damit abgefunden, dass einfach niemand kommt. Ich habe wiederum allerdings gemerkt, dass ich mir die Zukunft irgendwie anders vorgestellt habe. Ich meine, ich habe genug Filme gesehen, um zu wissen, dass die Zukunft wahrscheinlich dystopisch wird, düster wird, finster wird, dass eventuell keine Kinder mehr geboren werden, dass wir alle furchtbare Krankheiten haben, dass es Kriege gibt, Diktatoren, künstliche Intelligenzen, die uns vereinnahmen und versklaven und unterjochen, dass wir mit Aliens zusammenleben müssen, dass es Geschlechtsakte mit Aliens gibt, die wiederum hier in Sonderzonen wohnen oder sich in unsere Gesellschaft wunderbar integrieren. Es wird Frauen geben mit 3 Brüsten. Wir haben so viel in so vielen Science-Fiction-Filmen gelernt. Und dann sitzen wir da im Jahr 2021 in einer Pandemie, die selbst als Pandemie relativ armselig ist. Ich meine, wir haben uns gewünscht, dass die Menschen zu Zombies werden. Wir hatten zumindest gedacht, dass sie vielleicht aus den Augen bluten würden oder sowas. Wir haben uns das vorgestellt, das Jahr 2020, das Jahr 2021. Haben wir überlegt, ob die Autos fliegen oder ob sie unterirdisch fahren. Und wie überrascht sind wir, wenn wir nun 3 oder 4 Tage in Leipzig festsitzen, weil die Straßenbahn nicht fahren können. Wenn man eine halbe Stunde lang warten muss, bis eine Straßenbahn fährt, die wiederum ein Infektionsherd ist, in dem man steht und sein Leben riskiert und das Leben aller Menschen, die am liebsten riskiert, und das alles nur, weil man verdammt nochmal eine gute CO2-Bilanz haben will. Wie soll ich in diesen Zeiten denn da sitzen und Videos machen, übers Filme machen, Videos darüber machen, wie man sich an Filmhochschulen bewirbt oder wie es weitergeht mit meiner Karriere als Regisseur auf dem Weg zum ersten 90-Minuten, den überhaupt niemand sieht. Was lag da näher für mich, als zu sagen, ich muss mich auf YouTube konzentrieren, ich muss mich komplett auf YouTube konzentrieren, ich muss hier mein Ding machen, ich muss einfach auf YouTube aktiv werden, ich muss hier Abonnenten sammeln und nun habe ich 500 Abonnenten. Ja, das war tatsächlich mein größter Erfolg als Filmemacher bisher. Da liegt natürlich die Überlegung nahe, was kann man tun? Macht man journalistisch weiter? Wird man eine der nächsten großen Ikonen des YouTube-Journalismus? Wir sehen ja, dass sie überall aus dem Boden sprießen. Menschen, von denen wir noch nie zuvor gehört haben, die auf einmal riesige Reichweiten haben, größer als manche Tageszeitungen. Nein, ich gehe nicht dorthin zu sagen, dass das alles nur Verschwörungstheorie ist. Aber ich glaube auch nicht, dass das Ganze einfach nur vordergründig eine Pandemie ist, in der alles nur aufgrund der Pandemie passiert. Jemand, der ehrlich zugibt, dass er die Wahrheit nicht besitzt, sondern keinen blassen Schimmer hat, was wirklich da draußen los ist, ist nicht interessant. Man will natürlich jemanden, der zumindest vorgibt, die Wahrheit zu haben. Und dann am Ende in einer Diskussion, in einem Zoom-Call mit den Freunden, die man seit Monaten nicht mehr gesehen hat, sagen, eventuell ist da irgendwas im Gang und wir werden alle verarscht. Aber es funktioniert. Weil es sich Echokammern erschaffen, in denen immer wieder die gleichen Leute das immer wieder selbe geremakte Video sehen wollen, um sich in ihrer halbgaren Wissenshoheit zu bestätigen. Ich habe gemerkt, okay, ich kann jetzt auf diesen Zug aufspringen. Ich kann mich jetzt hinstellen und ich kann Videos machen. Ich kann rumheulen über den Zustand der Kulturindustrie, die wie so viele andere natürlich am Sack ist, aber natürlich die sentimentalste ist und deswegen am lautesten weint. Verrät es nicht gerade die eigentliche Grundidee einer Kulturindustrie, die ja unterhalten will, die zum Denken anstoßen will, wenn sie nur über sich selber jammert? Warum soll ich mir also die Arbeit machen, das Ganze in Filmform zu machen? Ich kann mich doch einfach hinsetzen und mein Halbwissen auf Kamera aufzeichnen und das Ganze hier zu YouTube stellen und es wird mehr gehört und hat eine größere Reichweite. Was wollt ihr hier in diesem Kanal sehen? Was kann ich euch hier geben? Was interessiert euch? Womit kann ich euch unterhalten? Womit kann ich euer Leben bereichern? Sagt es mir. Schreibt es mir hier unten rein. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Bleibt gesund. Bis bald. Man muss den Kanal abonnieren und ihm folgen und keins der Videos mehr verpassen. Und nur so kann man erkennen und verstehen, was die Curry Fiasco Experience ist und was sie für dein weiteres Leben bedeutet.